sounds in the funk. To the dubstep sounds in the funk. Catching up the chain while playing for more. Und da sind wir wieder zurück bei Deus Ex Human Revolution. Ihr fragt euch sicherlich, hat der mal wieder einen Vollknall, uns hier in die Limb-Klinik zu schicken? Nein, das liegt schlicht daran, in der nächsten Folge werden wir die Hauptmission in Hengxia beenden. Und ich bin nochmal zurückgegangen, wollte mir hier eigentlich einen Erfahrungspunkt kaufen, doch das Geld hat dafür nicht gereicht. Schließlich hat mich der... Sir? Hätten Sie kurz Zeit für... Ja, hat mich der hier angesprochen und mir eine nette Nebenmission vorgeschlagen. Und ich dachte mir, die machen wir und danach schließen wir hier dieses ganze, diesen ganzen Hengxia, China, was auch immer Komplex ab. So, um die Vorrede jetzt nicht weiter auszudehnen. Mr. Jensen? Ja, reden wir mal mit dem. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Sie sind Mr. Jensen, richtig? Kommt drauf an. Wer will das wissen? Tut mir leid, Mr. Jensen. Wie unhöflich von mir. Mein Name ist Wing Hui. Ich arbeite hier als Arzt. Das sehe ich. Was mich viel mehr interessiert, woher wissen Sie, wer ich bin? Ja, ja, natürlich. Entschuldigen Sie, ich bin etwas nervös. Vor einiger Zeit waren Belltower-Agenten hier. Sie suchten einen Mann, auf den Ihre Beschreibung passt. Als ich hörte, was Sie über Sie sagten, dachte ich mir, Sie sind vielleicht genau der Mann, den ich brauche. Ja, könnte man vielleicht etwas herausfordern. Den Sie brauchen? Wofür? Passen Sie auf, was Sie sagen, Doc. Ich verliere nämlich langsam die Geduld. Nein, bitte. Sie missverstehen mich. Ich will mit Ihnen nur über etwas reden. Es ist nur nicht so einfach, weil es ein ziemlich delikates Thema ist. Wirklich, Mr. Jensen. Ich würde nie jemanden zwingen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Dann bin ich ja beruhigt. Also, worum geht's? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht allzu viel sagen. Nicht, solange ich nicht weiß, ob Sie mir helfen werden. Aber ich brauche jemanden, der mir hilft, einen sehr gefährlichen, augmentierten Soldaten und dessen Leute zu stoppen. Wenn es stimmt, was Belltower über Sie sagt, sind Sie für diesen Job genau der Richtige. Ja, das klingt sehr vertrauenswürdig. Wir hatten ja eine weitere Nebenmission mit dieser... Ja, es war irgendeine zwielichtige Frau, meiner Meinung nach. Und das hier klingt irgendwie schon vertrauenswürdiger. Also ich nehme das an und wir machen das. Okay, ich mach's. Aber erzählen Sie mir mehr. Danke. Und bitte, Ihnen muss klar sein, dass ich gleich vertrauliche Informationen an Sie weitergebe. Höflich. Schon klar, Doc. Sie können auf meine Diskretion zählen. Das ist schön, Mr. Jensen. Mit Belltower und Ihrer Rolle in dieser Stadt sind Sie ja offenbar vertraut. Was Sie aber vermutlich nicht wissen, ist die Tatsache, dass Sie gelegentlich Limp-Ärzte wie mich für spezielle Projekte in Privatkliniken verpflichten. Was für Spezialprojekte? Ihr Amerikaner bezeichnet sie als Black Operations. Belltower wählt einige seiner besten Soldaten aus, um sie zu augmentieren. Mit experimenteller, streng geheimer Hardware. Nichts für ungut, Doc, aber das alles ist nicht sonderlich überraschend. Das geht auch schon seit Jahren so. Ja, Ihre und meine Regierung betreiben diese Praxis sicherlich auch. Aber Belltower ist keine Regierung, sondern ein privates Unternehmen. Eine Privatarmee, die für den Meistbietenden arbeitet. Dann geht es darum, Belltower zu stoppen. So sehr ich sie auch hasse. Ich bin nur ein Mann. Nein, nein, es geht nicht um ganz Belltower. Nur um einen Ihrer Undercover-Agenten. Ein Mann namens Michael Zelazny. Er wurde mit experimenteller Hardware augmentiert, die jeglichen legalen Rahmen sprengt. Ich schäme mich fast zu sagen, dass ich ihn operiert habe. Er wurde seitdem für verschiedene Geheimoperationen eingesetzt, für die Chinesen und andere. Ungeduldig. Ja, alles knallhart. Nachdenklich. Ich denke, hier sollten wir ernst bleiben und sachlich. Klingt nach einem Kerl, der nicht außer Kontrolle geraten sollte. Exakt. Vor einem Monat hörte ich allerdings Gerüchte, Mr. Zelazny und ein Teil seiner Einheit wären desertiert. Und zwei Wochen später fiel ein Mitglied des Stadtrats einem perfekt geplanten Attentat zum Opfer. Ich bin sicher, das war Mr. Zelazny. Und dann, vor ein paar Tagen hat Mr. Zelazny mich kontaktiert. Einer seiner Leute hatte Probleme mit seinen Augmenten und brauchte dringend Hilfe. Und Sie haben ihm geholfen? Sie schickten mich in das Hinterzimmer einer Fleischerei in der Pangdang Road.
Das ist im Yuzao-Viertel. Dort reparierte ich die Augmentierungen eines seiner Leute. Einen defekten Servomotor. Ich glaube, dieses Hinterzimmer ist Ihr Versteck, Mr. Jensen. Gehen Sie dorthin und bringen Sie Mr. Selassny zur Vernunft. Ja. Klar, dafür sind super augmentierte Mordmaschinen ja bekannt. Für ihre grenzenlose Gesprächsbereitschaft. Da kann gar nichts schiefgehen. Schlagen Sie die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, nicht zu schnell in den Wind, Mr. Jensen. Mr. Selassny ist ein Soldat, kein Verrückter. Ihre einzigartige Situation bringt ihn sicher zur Vernunft. Und für den Fall, dass er doch terminiert werden muss, sollten Sie in der Lage sein, es zu tun. Oder wenigstens zu überleben. Okay, wenigstens zu überleben. Also hier geht's mal wieder, ja, wie eigentlich immer, um Leben und Tod. Raus hier aus der Bude und dann machen wir das gleich mal. Hier ist 2 in. Okay, gerade eben stand 10 Meter, jetzt ist 0 Meter. Mal sehen, wo wir hin müssen. Zu Bell Tower. Bell Tower ist doch eigentlich oben, oder? Also in der Upper City. Wir sind ja gerade in der Lower City. Na, mal sehen, wo er uns hinführt. Auf alle Fälle, damit das Ganze hier nicht zu sehr gestreckt wird und ihr euch auch nicht zu sehr langweilen müsst, diese gesamte Nebenquest schiebe ich, auch wenn es eine Überlänge in Anspruch nimmt, in die gesamte Folge. Und ja, da geht's in 2 Tagen natürlich direkt weiter mit der Hauptmission. Hier runter oder wohin? Am besten. Ich gehe mal hier lang. So, jetzt würde ich gerne wieder mit Leertaste sprinten. Das ist geht natürlich nur in Resident Evil 6 so. Ja, man muss sich immer auf die Spiele umgewöhnen. Ja, gerade im vollen Gange. Wahrscheinlich, wenn die Folge hier released wird auf YouTube, sind schon einige Folgen oben. Ihr könnt ja mal reinschauen. So, ich nehme jetzt hier einfach mal willkürlich den Zug. Ob das was bringen wird, wird sich zeigen. Mal schauen. Immer hier sich durch die Stadt zurechtzufinden, das ist schon ziemlich schwierig, bis ich diese Limb-Klinik gefunden hatte. Das war irgendwie komisch, bin durch die halbe Stadt geirrt und hab mich ein paar Mal verlaufen. Naja. Gut. So, 80 Meter, laufen wir jetzt schnell hin. Ich mal den Mülleimer hier. Zack. Oh, der fliegt ganz schön weit, also weit war für der Adam eine 1. So, hier rein. Lass mich mal hier in eine Apotheke oder was? Mit dem reden. Ein freundlicher Mann. Und jetzt Fleischerei finden, in der sich Selassny versteckt. Ach so. Wir sollen also nicht direkt zu Bell Tower, sondern einfach hier runter oder was? Und hier gab es so einen kleinen Überfall, würde ich mal sagen. Informationen über Selassnys aktuellen Aufenthaltsort finden. Okay, ich glaube, mit dem geht das nicht mehr so ganz. Ja, doch, er hat eine PDA. Tabulator zum Lesen drücken. Selassny spürt, dass dieses Versteck nicht mehr sicher ist. Er hat vor, das Lager in den Untergrund zu verlagern. Oh nee, wieder in die Kanalisation. So gut, das habe ich jetzt gesagt. Hab gehört, wie ein paar Leute aus seinem Team von einem sicheren Ort in der Kanalisation, wie bereits gesagt, geredet haben. Die Lage wird langsam bedrohlich. Ich fürchte, sie sind mir auf die Schliche gekommen. Oh ja. Habe einen von ihnen beim Durchwühlen meiner Sachen erwischt. Wann kannst du herkommen und die Kalle erledigen? Ich muss hier schnellstmöglich raus. FF. Mit dem Absender kann ich da jetzt was anfangen? FF? Okay, jetzt haben mich hier gerade die Schatten etwas irritiert. Wir hacken mal. Stufe 1 dürfte ja kein Problem sein. Gleich mal hier das Ding anmachen, ein bisschen verstärken. Und selbst wenn wir erwischt werden, wen interessiert das hier? So, nehmen wir das hier auch gleich mal noch mit. Ist auch noch. Haben wir einen Nuke-Virus bekommen, super. Wozu brauchen wir den nochmal? Man kann hier irgendwie die Zeit anhalten oder sofort die Ports übernehmen. Aber im Moment geht's auch so. Wir haben uns ja gut ausgerüstet beim Hacken. 203 Credits und 201 Credits. Er ergibt zusammen 204 Credits. Und ich habe mich nicht verrechnet. Mensch, kann ich ja stolz auf mich sein. Ja. So, was denn jetzt nur? Jetzt muss ich mal kurz gucken, was die Nebenmission sagt. Hier, der tote Soldat im Hinterzimmer hatte einen PDA dabei. Ich sollte mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht finde ich eine Spur von Selassny. Da haben wir ja gerade eben drauf geschaut. Nochmal, okay.
Ich war nicht gründlich genug, hab das einfach nur kurz überflogen. Vielleicht hier die Alten durchgehen, aber das bringt's ja auch nicht. Boah, sind das viele Leute. So, die werden jetzt... PDA. Kanalisation. Hier steht was von der Kanalisation. Das heißt, wir gehen jetzt einfach in die Kanalisation. Würde ich jetzt einfach mal machen. Irgendwo einen Gullideckel finden und rein da. Ansonsten der hat ja nur das bei sich. Der gute Kerl hier. So, was können wir machen hier noch ein bisschen mal rum? Nein, okay, das ist... Nee, das macht man nicht. Das wäre schäbig. Also es war jetzt schäbig von mir. So, Kanalisation. Stand noch da, in welchem Distrikt, oder... Muss ich nochmal kurz reingucken? Nee, nur Kanalisation. Okay. Und einfach mal hier irgendwo suchen. Wo ist der nächste Eingang in den Untergrund? Wenn nicht, ziehe ich gleich mal die Karte hinzu. Ist ja auch mal ganz hilfreich. Genau, das sage ich auch mal. Nochmal reinschauen. Mensch, wo haben wir denn hier dieses schöne Inventar? Wir müssen hier runter, schätze ich mal, in die minus 1 in etwa. Da gibt es... Da müsste man hier hin gehen. Aber es wird kein Eingang angezeigt. Das ist schade. So, guckt man hier dorthin? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt ja wirklich mal ein bisschen rumsuchen. Im Notfall, wenn ich es nicht gleich finde, muss ich dann mal dazwischen cutten. Ah, okay, super. Rein hier. Und mal runter. Irgendwas werden wir ja finden müssen. Und es wird schon wieder ruhig. Und die Musik, die ist... Ja, das ist ein bisschen angespannt jetzt hier. Muss ich ja... Muss immer gucken, hier kann Gegner in der Nähe sein. Ja, bisher ganz ruhig. Keine Bombe an der Wand oder so. So, Speicherpunkt. Der ist nicht für umsonst hier. Aber hier waren wir ja schon eigentlich. Du, dort vorne ist jemand. Aber das ist ja eigentlich einer von den... Von den Guten, von der Hauptmission. Aha. Das ist scheiße. Da sollten wir jetzt hier einfach mal rumsuchen. Ein bisschen... Okay, gut, also passieren tut uns hier erstmal nichts. Spirituosen, ja okay, warum nicht? Hat sich der Alte mal ein schönes Bier verdient. Aber hoffentlich auch zurecht, denn ich will das ja hier finden und auflösen. So, renne ich jetzt ja nicht gerade nur im Kreis. Ich würde sagen schon. Ja, einmal im Kreis gerannt. Hat jetzt hier gar nichts gebracht. Da sind wir hier schon weitergegangen. Das ist aber auch hier. Hä? Von wo sind wir jetzt reingekommen? Ich gehe mal wieder hier hoch. So, hat also nicht allzu viel gebracht. Und von hier sind wir auch reingekommen. Boah, gekommen. So, vor der Limmklinik melde ich mich wieder zurück. Es handelte sich nicht, wie ich eigentlich vermutet hatte, um einen Bug. Ich habe in einem Online-Forum mal nachgelesen. Wir sollen zu einem Gullideckel in der Nähe der Alice Garden Pots. Hier sind sie ausgeschildert und wir gehen gleich mal hin. Okay. Ich hatte jetzt nicht die Ausdauer, hier die gesamte Stadt abzusuchen, deswegen musste ich mal etwas cheaten. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht für übel. Ja. So. Wo jetzt lang? Links, rechts. Ne, hier links gibt's ja gar nichts mehr. Okay. Ach, hier übrigens die Zeitungsmeldung. Die haben wir noch gar nicht gelesen, glaube ich, von Hengsha. Terroristenjagd in Lower Hengsha. Beltower fandet in Lower Hengsha bisher erfolglos nach einem flüchtigen Terroristen. Ja, um wen es sich wohl dabei handelt, das bleibt offen. Ne, dummer Scherz. Klar. Die suchen uns natürlich. So,
Einmal weiter ausgeschildert, immer noch die Alliskaren-Pots nach links. Jetzt dürfen wir wieder in das Polizeigebiet hier eindringen. Was steht jetzt hier? Die Treppe nach oben. Okay. Ah, ist gut, ist ja ausgeschildert, dann kann man sich ein bisschen orientieren. Ja, dann macht das Fun. Ach du Scheiße, die wollen mich ja nicht haben. Ja. Dann, ja, gehe ich einfach mal. Gut. So, Batterie können sich wieder aufladen und die haben sich auch beruhigt. Ja, hier mal drüber und weiter. So, ich kann es ja mal mit reinschneiden oder weiß nicht, ob ich es mache. Währenddessen ich hier gesucht habe. Hä? Ach so, okay. Das waren die ja, also. Das war jetzt Quatsch. Nochmal zurück. Währenddessen das Ganze gelaufen ist, habe ich einen kleinen Waffenladen mehr oder weniger überfallen, dort neben so einem Garagentor gehackt. Ja, ist in Ordnung. So, jetzt muss ich warten, bis die Batterie sich wieder auflädt, langsam. Ja, und da waren so ordentlich Fässer und habe ich mal so richtig reingeschossen und dann ist ja alles hochgegangen. Ich schneide es mal mit rein, dann könnt ihr es euch angucken. So, aber ansonsten habe ich mir in dem Waffenladen nichts weiter gekauft. Was ich gemacht habe, das Inventar mal ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Munition rausgeschmissen und irgendwelche Minen, die ich überhaupt nicht brauche und so, war erstmal ganz in Ordnung. Und ich glaube, ich hatte auch irgendwie Munition drin, die ich überhaupt nicht brauchte. Wie zum Beispiel die hier, Granatwerfer habe ich gar nicht. Für das Lasergewehr würde ich 1500 Credits bekommen. Ist natürlich auch ganz schön. So, weiter geht's. Ja, bevor die uns hier noch erschießen, das will ich natürlich nicht. So, haben wir wieder einen kleinen Umweg gemacht, aber schließlich dürften wir dann hier unten ankommen. Und hier war ja, glaube ich, eine Gullydecke. Hier sind wir auch schon mal reingegangen. Hier ist einer, genau. So, dann mal rein mit dir, Adam. So, jetzt wird es wieder still. Dort ist nichts, dort auch nicht. Wieder eine Ratte. Was die hier so schön beleuchtet sind, diese. Ach, die sind grün, ja. So, okay, ach, die sollten wir jetzt finden. Gut. Schicken die Sie? Wenn Sie Ihre ehemaligen Freunde von Beltower meinen, dann nicht. Warten Sie. Sie sind Jensen, oder? Ich hörte, dass einige meiner ehemaligen Freunde sie suchen. Ungestüm. Ich weiß gar nicht, was das Wort bedeutet. Aber ich nehme das jetzt einfach mal. Ja, aber egal wie viele ihrer Freunde ich in Leichensäcken nach Hause schicke, sie kapieren es einfach nicht. Das Wort ihrer Lippen ist nichts als Sünde. Darum sollen sie sich fangen in ihrer Hoffart. Haben Sie das Söldnerleben aufgegeben, um Prediger zu werden? Nicht doch. Ich interessiere mich nur für Theologie und liebe Bibelzitate. Sie sind alle so atmosphärisch. Also, sagen Sie schon, sollen Sie mich aufhalten? Deshalb bin ich hier. Dann sollten Sie sich mal umsehen. Wir sind ziemlich viele und Sie sind allein. Im Moment haben meine Männer und ich keinen Streit mit Ihnen. Sie müssen also nicht in einem Krieg fallen, der Sie nicht betrifft. Ich sagte, ich soll Sie aufhalten, nicht bekämpfen. Ein Freund von Ihnen möchte, dass Sie sich ergeben. Lassen Sie mich raten. Dr. Wing, oder?
Er ist ein guter Mann. Und ich weiß, dass er nur tut, was er für richtig hält. Aber ich fürchte, diesmal fehlt ihm der nötige Überblick. Warum klären Sie mich da nicht auf? Fangen Sie damit an, warum Sie desertiert sind. Wenn ein normaler Mann erkennt, dass er die Ansichten seines Arbeitgebers nicht mehr teilt, reicht er seine Kündigung ein. Wenn Männer wie wir dasselbe tun, heißt es, wir desertieren. In unserem Job kündigt man nicht, Jensen. Das wissen Sie doch. Neugierig. Nee, konfrontieren. Okay, Sie hatten Probleme mit Ihrem Boss. Das gibt Ihnen aber noch lange nicht das Recht, Menschen zu töten, nur weil Ihnen danach ist. Das lasse ich nicht zu. Wie wollen Sie mich denn daran hindern? Sie können vielleicht einige von uns verletzen, aber am Ende werden meine Männer und ich siegen, wenn Sie uns zwingen zu kämpfen. Überdenken. Verstehe. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Und was heißt, Sie hätten die Ansichten Ihres Arbeitgebers nicht mehr geteilt? Damals in den USA bin ich zur Armee gegangen, weil ich meinem Land dienen wollte. Ich glaubte an seine Werte und an seine Regierung. Ich dachte, wenn ich meiner Regierung diene, diene ich dem Volk, das zu schützen ich geschworen hatte. Netter Gedanke. Aber Sie arbeiten nicht mehr für die USA. Sie arbeiten für Bethauer. Die Zeiten ändern sich, Jensen. Das wissen Sie am besten. Der Kapitalismus greift zum letzten Mal nach einer der lukrativsten Industrien der Menschheitsgeschichte. Der Krieg wurde privatisiert. Die amerikanische Armee überlässt ihre speziellen Operationen privaten Unternehmen wie Blue Water Global und Bell Tower. Ich dachte, solange sie für die Regierung arbeiten, dienen sie letztlich derselben Sache. Also habe ich zugesagt, als sie mir anboten, für den doppelten Sold an groß angelegten Operationen teilzunehmen. Okay. An Vernunft erstmal vielleicht ein bisschen neugierig kämpfen. Nicht Quatsch, wir wollen das natürlich ja ohne einen Kampf lösen. Mit dem kann man natürlich reden, das merkt man, also kämpfen wir das Falsche. Noch ein bisschen neugierig. Warum springen wir nicht zu dem Punkt, als das Ganze aus dem Ruder lief? Bell Tower hat uns mit erstklassigen Augmentierungen ausgestattet. Alles Zeug, das Zivilisten nie zu sehen kriegen. Dadurch waren wir ziemlich im Vorteil. Dann, als sie sahen, dass wir eine der erfolgreichsten Einheiten waren, wählten sie uns für ein Spezialprogramm aus. Top Secret. Experimentaltechnologie. Die haben uns erzählt, wir würden kritische Black Ops für die US-Regierung durchführen. Aber der Preis dafür war verdammt hoch. Reden Sie weiter. Wir mussten uns einen Neuralknoten implantieren lassen, der das Gedächtnis manipuliert. Sprich, der Chip bestimmt, woran man sich erinnert. Und das haben Sie zugelassen? Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Die Augmentierung sollte uns schützen, damit wir uns an nichts erinnern, falls wir dem Feind in die Hände fallen. Das war die Hauptfunktion. Aber nebenbei, und davon hatten sie uns nichts erzählt, senkte sie unsere Hemmschwelle. Dadurch führten wir auch fragwürdige Befehle aus. Bell Tower hat perfekte Söldner aus uns gemacht. Wie man Leute so manipulieren kann? Durch diese Augmentierung. Und es geht natürlich im Endeffekt nur wieder um Geld. Und natürlich, Wissen ist Macht. In dem Falle sind die gut körperlich als auch geistlich irgendwie dann überdimensioniert beziehungsweise oder von außen eben steuerbar. Kämpfen werden wir jetzt auf alle Fälle nicht, aber wir sind neugierig. Wenn Sie so perfekt waren wegen des Knotens, was ist passiert? Wieso haben Sie nicht die ganze Agentur damit bestückt? Ich sagte doch, die Technik war experimentell. Nach einigen Einsätzen bemerkte ich Gedächtnisverschiebungen. Ich erinnerte mich bruchstückhaft an zurückliegende Operationen. Langsam wurde mir klar, dass einige dieser Operationen nie im Leben von der Regierung abgesegnet worden waren. Unsere Einsätze waren ausgesprochen fragwürdig. Sind Sie das nicht immer? Nicht so, Jensen. Wir waren an korrupte Mitglieder der amerikanischen und chinesischen Regierung verkauft worden. Ein Netz aus Lügen und der Einsatz des Neuralaugments hielten uns auf Kurs. Wir kämpften für eine Schattenregierung. Für von der Gier nach Macht korrumpierte Einzelpersonen.
Und wie sind Sie da rausgekommen? Ich habe den Projektleiter zur Rede gestellt. Er hat Apocalypse Now zitiert. Sie brauchen Männer, die Überzeugung haben und die dennoch imstande sind, ohne Hemmungen ihre ursprünglichen Instinkte einzusetzen, um zu töten. Ich zwang ihn, den Knoten zu entfernen. Meinen eigenen und den meiner Männer. Und dann habe ich ihn getötet. Ich habe mir seine Akten und Kontakte angesehen. Seitdem weiß ich, wer diese korrupten Männer sind. Sie haben uns zu Mordmaschinen gemacht und jetzt werden sie ihr Experiment am eigenen Leib spüren. Oh. Oh Mann. Das klingt natürlich auf alle Fälle sehr einleuchtend, was er sagt, aber vernünftig. Weitere Gewalt ist hier keine Lösung. Wir probieren es mal so. Einmal. Hören Sie, ich bezweifle nicht, dass diese Männer den Tod verdienen. Aber Sie können nicht einfach über sie richten, dazu haben Sie nicht das Recht. Sie müssen sich stellen und nach den Regeln spielen. Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Männer, die ich getötet habe und noch töten werde, sie haben Namen. Familien. Ihr Tod sollte nicht von irgendeiner Software aus meinem Gedächtnis gelöscht werden. Sie sollten mich verfolgen. Ständig. Bis ich vor den Schöpfer trete und für meine Sünden bezahle. Aber die Verantwortlichen, sie verdienen den Tod. Und die Tatsache, dass sie ihr eigenes Ende besiegelt haben, hat eine gewisse Poesie. Ich denke, in dem Fall sollten wir... Dem muss ein Ende gesetzt werden im Prinzip. Diese Leute versuchen, die Großen aufzuhalten. Ich denke, wir sollten die Quest an dieser Stelle abbrechen. Obwohl, weitere Morde löst das natürlich auch nicht. Aber die jetzt umzubringen, da mische ich mich ein. Vielleicht sollte ich diesmal das so lösen. Das klingt wirklich einleuchtend und nachvollziehbar. Auch wenn ziemlich viel Text war. Ich denke, Sie machen einen Fehler. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Sie aufzuhalten. Tun Sie, was Sie tun müssen. Das freut mich, Jensen. Ich wollte nicht, dass Sie für eine Sache sterben, die Sie nicht betrifft. So, haben wir jetzt einen Fehler gemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. So, wir gehen wieder raus. Und zum Doktor zurück. Wo geht's hier hoch? Hier? Ach, hier waren wir ja schon mal. Hier geht's hier nach draußen? Nee, hier geht's nur weiter rein. Das heißt, wir müssen wieder so zurück. So, na gut. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt das Richtige getan habe. Aber es muss ja irgendwo ein Zeichen gesetzt werden, aber so... Hey Jensen, Zelazny hier. Zelazny, woher haben Sie diese Frequenz? Sie haben doch Erfahrung mit geheimen Augmentierungen, Jensen. Finden Sie es raus. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass ich einige meiner alten Freunde bei Bell Tower kontaktiert habe. Hab sie überredet, ein paar Patrouillen umzuleiten. Sie dürften jetzt ein Weilchen deutlich weniger Probleme haben. Danke. Keine Ursache. So, und wir sehen, es hat sich jetzt natürlich auch auf der anderen Seite für uns ausgezahlt. Und das ist auch wieder ganz gut. So, also gehen wir jetzt zur Limklinik und erzählen dem Doktor das so. Geh mal reingehen. Ich überlege gerade immer noch. Gut, sie haben jetzt uns eine Gegenleistung getan, das ist ganz... Das freut mich, aber... Naja, gut. Es war auf alle Fälle hier zu sagen, was ist falsch und was ist richtig, es ist ziemlich schwer. Und ich denke, wir haben jetzt ein zufriedenstellendes Ergebnis hier zumindest abgeliefert. Die einfach zu töten nach diesem Gespräch... Nee, hatte ich nicht drauf. Und? Haben Sie Zelazny gefunden? Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist, Mr. Jensen.
Ich habe ihn gefunden. Wirklich, Mr. Jensen? Und? Haben Sie ihn zur Vernunft gebracht? Wird er sich stellen? Wie sollte ich lügen? Es ist jetzt taktisch klug. Den Typen sehe ich nie wieder. Sag ich mal so. So, und der kann mich ja auch anscheißen. Ich werde ja schließlich gesucht. Aber ich bin ja eigentlich immer für die Wahrheit. Oh. Ich erzähl's ihm jetzt einfach. Ist eine lange Geschichte, Doc. Ich habe Celestine und seine Männer gefunden. Sie hatten sich in der Kanalisation versteckt. Und nachdem ich mit ihm geredet hatte, habe ich ihn laufen lassen. Was? Aber er ist ein gefährlicher Mann, Mr. Jensen. Das hätten Sie nicht tun sollen. Überreden, gleichgültig. Die Männer, hinter denen Celestine her ist, sind wesentlich gefährlicher als er. Seine Methoden sind extrem, aber ich denke, in der Sache hat er recht. Um ehrlich zu sein, Doc, ich glaube, er will im Prinzip dasselbe wie Sie. Eine ehrliche Regierung, frei von Korruption. Sie könnten einen Mann wie Sie gebrauchen. Das hatte ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, Mr. Jensen. Sie scheinen zu glauben, der Zweck heiligt die Mittel. Aber ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Hier ist ein Praxiskit. Mehr habe ich nicht. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Okay, Praxiskit, das klingt super gut. 1A. Ja, dann werden wir uns jetzt noch einen zweiten Praxiskit kaufen. Ich meine, moralisch ist beides nicht. Jetzt kommen da oben ein paar Leute um, das ist nicht richtig. Aber hier hätte ich jetzt die einfach getötet, diese Söldner, das wäre auch nicht richtig gewesen. So, wir sind jetzt... Naja, wie gesagt, wir sind jetzt ganz gut da nochmal rausgekommen. Sie brauchen Praxissoftware, Neuroputin, etwas anderes. Schauen Sie im Computer. So, dann schaue ich mal in den Computer. Wir kaufen eine Praxiskit. 5000. Ein... Och, gibt gar keine Typhoon-Munition. Das ist immer kacke. Na gut. Hippo-Simba, das war Gesundheitspunkte. Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollten noch eigentlich die Energiezellen hier. Das ist gut. So, und dann haben wir hierfür nämlich gar kein Geld mehr. Verkaufen können wir hier nichts. Es geht nur in den Waffenläden. Dankeschön. So, wir schauen mal herein. Wir haben jetzt 4 verfügbare Praxispunkte. So, und ich habe mich jetzt gerade entschieden, in einem kurzen Cut, was für Augmentierungen wir nehmen. Ein Sozialoptimierer würde ich ausschließen. Im Finale werden wir den sicherlich gebrauchen können. Also ich weiß wirklich nicht, was kommt, aber wir werden ihn vielleicht gebrauchen können. Aber wichtig ist mir, dass ich das aus eigener Entscheidung wirklich heraus entscheide. Gut, Wortdopplung. Was schließlich gemacht wird und wie das Ganze ausgehen wird. Also dort nicht. Bei Tarnung ist sowieso Quatsch bei mir, weil ich stürme los, dann sehen die mich und dann gibt's sowieso eine Ballerei. Das heißt, die Ballereien müssen wir vorbeugen. Beziehungsweise, wenn ich getroffen werde, soll der Schaden um 45% gesenkt werden. Und wenn die irgendwelche EMP-Granaten zu mir schmeißen, sollten auch meine Augmentierungen nicht verloren gehen. Des Weiteren werden endlich mal diese Stürze aus diesen hohen, großen Höhen sehr angebracht, dass wir dort nicht sterben. So, und damit haben wir alle 4 Punkte verbraucht. Wir sehen uns nächste Woche, wollte ich gerade sagen. Nächste Folge wieder zur Hauptmission. Macht's gut. Bis dahin.